Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Shadow of the Tomb Raider. Wir haben ja übrigens bei der letzten Folge nach dem Schild des Ionenschöpfers gesucht und den zu erreichen, das war gar nicht so einfach, denn dazu mussten wir einen extrem stürmerischen Berg erklimmen und wir haben herausgefunden, dass der gar nicht mehr an Ort und Stelle war und dass ihn anscheinend, naja, der Orden schon mitgenommen hat. Jedenfalls mussten wir den dann holen und haben ihn schließlich auch hierher gebracht. Was danach passiert ist, guckt auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch die gesamte Playlist natürlich angucken, wenn ihr wollt. Ich werde jetzt übrigens mit Etzli reden. Es könnte auch sein, dass wir uns kurz vor dem Ende befinden. Das werdet ihr aber wahrscheinlich sowieso früher sehen als ich. Denn ich möchte das Spiel langsam zum Abschluss bringen. Punkt ohne Wiederkehr. Bis das Spiel abgeschlossen haben. Okay. Gut. Was hätten wir denn jetzt hier noch? Haben wir noch irgendwas frei, was ich machen kann, bevor ich jetzt irgendwie... Weil ich meine, viel ist nicht, ne? Also steht zwar noch sehr viel zur Verfügung, was man sich angucken kann. Was steht denn hier? Mission von San Juan. Da gibt es auch ganz, ganz viele Missionsgeber. Aber wisst ihr, ganz ehrlich, wie gesagt, ich möchte das Spiel zum Abschluss bringen. Und vielleicht kommen wir dann auch zu einem anderen Spiel, was ich jetzt ja ganz gerne aufnehmen würde wollen. Und dann irgendwann kommt auch Until Dawn. Das werde ich auch von Anfang bis Ende aufnehmen. Na egal, beginnen wir jetzt die Mission und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Wie kommt ihr mit dem Plan voran, Etzli? Es gibt verschiedene Optionen. Uchu? Kukulkans Armee folgt dem Sakbe zur großen Steinbrücke auf dem Weg zur Pyramide. Wenn wir direkt von vorne kommen, könnten wir sie am besten abfangen. Aber das Risiko ist groß, dass sie uns überrennen. Wenn wir hier lang gehen, wäre das sicherer. Aber unser Timing müsste perfekt sein. Sonst gehen sie uns durch die Lappen. Geht nicht vielleicht beides? Wenn wir von vorn angreifen, gehe ich außen entlang und als Scharfschützin in Position. Dann kriegen wir sie dran. Keine Option ist risikofrei, aber ich finde, das ist die beste. Gut, dann auf deinen Befehl. Stell die Truppen auf. Wir gehen. Also ein Kampf ohne Wiederkehr. Also. Und Lara Croft ist also Scharfschützin. Na super. Hier trennen wir uns. Du musst dort entlang. Lara? Ich möchte dir das hier geben. Es bringt Glück. Etzli, das kann ich nicht annehmen. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Danke. Pass auf dich auf, Jonah. Du auch, kleiner Vogel. Okay, ein mondförmiges Amulett. Wahrscheinlich könnte es vielleicht sogar eine Tür öffnen. Und wenn es tatsächlich Glück bringt, dann ist es natürlich umso schöner. Oh Gott, was ist denn hier los? Wir befinden uns auf jeden Fall schon in einer enormen Tiefe. Aber hier vulkanische Aktivität. Ja. Oh, da kann das Wasser natürlich ziemlich heiß werden. Oh Gott. Komm, Lara. Beeil dich. Ich
glaube, das wird ziemlich knapp in der Luft. Alter. Oh Gott. Geh nach unten. Alter, was geht denn jetzt hier ab, Mann? Das war ja mal verdammt knapp, Mann. Unglaublich. Jonah, ich hab's geschafft. Ich sehe die Brücke. Scheiße. Sie haben die Brücke gesprengt. Wir finden einen anderen Weg. Okay. Siehst du den roten Rauch? Ja. Ich werde es überprüfen. Unuratu hat gesagt, das Purpurfeuer sei ihr Schicksal. Was das zu bedeuten hat. Brücke ist ausgeschaltet. Team Leader mit den Fahrzeugen koordinieren. Cardinal 2, Sie sind Ihre Augen. Verstanden. Nicht vergessen, jede Strukturlücke ist ein potenzieller feindlicher Vektor. Hier ist Cardinal 8. Feinde in Sicht. Ändere Kurs auf 105. Oh. Ja, aber beeil dich! Mehr Helikopter. Oh, es gibt eine gewaltige Schlacht. Die Axiel. Trinity macht Jagd auf sie. Richtet Todeszonen ein und haltet den Feind vom Tempel fern! Hä? Jetzt weiß ich gerade nicht, was passiert ist. Trinity macht Jagd auf sie. Jetzt? Richtet Todeszonen ein und haltet den Feind vom Tempel fern. Sie greifen von allen Seiten an. Jede Strukturlücke ist ein potenzieller feindlicher Vektor. Ob ich mit denen zusammenarbeiten kann? Alter. Bodentruppen, Schutzbereich auf Haupttempel konzentrieren. Fortschritt in allen Sektoren, aber wir haben große Verluste. Alle Einheiten, weg von den Wänden. Bleibt bei den Kameraden. Überlappende Schussfelder. Oh Mann. Die Quelle des Rauchs. Da komme ich hin. Perfekt. So, müssen wir einmal rüber und dann mal gucken. Wenn das Purpurfeuer qualmt, suche deinen Spiegel. War das Unuratus Schicksal? Ihr seid das Purpurfeuer. Ich denke, dass wir zusammenarbeiten sollten im Kampf gegen Kukulkan. Schwachfälle. X-Chip.
Was zur Hölle ist hier los? Den Jaxil zur Pyramide folgen. Fanny, verbeugen Sie sich vor Lara. Ob da auch die Münze passt? Ich würde mich jedenfalls nicht wundern. Ich bringe Verstärkung. Was? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich auch. Commander, sie ist Kontakt zu Croft. Sie ist bei den Jagdzielen. Sie ist was? Lasst euch nicht ablenken. Schaltet sie aus. Okay. Das ist ja mal richtig krass. Hier, 10. Team. Hoher Rat in Position. Halten die Stellung. Wiederhole. Hoher Rat ist sicher. Hier ist Commander Rock. Der gesamte Hohe Rat ist hier, um unseren Sieg persönlich zu begleiten. Wir werden die Stellung um jeden Preis halten. Glaubt ihr? Komm schnell nach oben. Einfach alles wegmetzeln. Das ist mal heftig. Danke, Kukulkan, für dieses Geschenk der Erneuerung. Wir sind dafür bereit. Lass uns deine Macht empfangen. Zu dir? Das Ritual muss von mir abgeschlossen werden. Sie haben falsch gewählt. Völlig falsch! Nein! Es war schon immer ihr Recht. Her mit der Schatulle. Nein. Nein, niemals. Ich muss Paititi beschützen. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Nicht nur du, sondern wir alle. Als Einheit. Thank you.
anderen Einheiten. Halt! Sie sind durch das Tor! Alle Einheiten zu den Ringstellen! Meine Herren, lasst den Feind nicht durch. Um jeden Preis aufhalten. Das Ritual ist fast abgeschlossen. Oh Mann, die haben einfach mal alle ausgeschaltet. Hier spricht Walk. Nach Abschluss des Rituals werdet ihr alle gerettet. Und wer alles gibt, wird auch belohnt. Du hältst uns nicht auf, Croft. Wir sind alle hier. Das treibt dich aus deinem... Es ist keine Schande. Dominguez, dieser sentimentale Akademiker, ist weg. Und bald beherrscht Trinity alles. Das glaube ich wohl eher weniger. Ja, ich komme nicht durch, das ist eine Todeszone. Ich muss sie ausschalten. Ich bin Trinity. Ich weiß, du bist das alles leid. Bring es einfach hinter dich. Wow. Alter. Ich habe bloß keine Munition mehr. Was soll ich denn jetzt machen? Gib mir Muni. Ja. Vielleicht kriegen wir ja nochmal welche. Jonah, Rock ist tot. Ich folge Dominguez, um das Ritual zu stoppen. Wir halten die anderen so lange wie möglich auf. Okay. Wir haben noch Fähigkeiten, die wir eigentlich nutzen könnten. Obwohl, warte mal. Ja, ja, ich weiß. So, mehr brauche ich nicht machen. Schade, dass jetzt hier keine Munitionskiste war. Aber okay. Das Hinterteam! Der Hohe Rat wird überrannt! Wir brauchen... Krass. Und jetzt? Kann ich irgendwie... Okay. Der Hohe Rat wurde getötet. Commander Rook, wir brauchen Befehle. Rook ist auch tot. Was? Und wer hat dann das Sagen? Anscheinend niemand mehr. Soll ich denn? Oh, ich hasse ja sowas. Ich hab das doch gemacht, was du wolltest. Also, ich versteh's nicht. Mehr geht halt nicht.
Mann, was ist denn das für Scheiße, Junge? Warum muss man denn so eine Scheißpisse einbauen? Boah, es ist so nervig, ey. Ey, sowas hasse ich echt wie die Pest. Also das kann man sich als Entwickler echt sparen. Oh, ich kriege hier gleich einen Anfall. Ey, sorry, ne, aber sowas geht überhaupt nicht. Wenn ich keinen Bock habe, dann muss ich das halt anders machen. Dann kommen noch Steine runter. Oh, nice. Ich habe ja sonst nichts anderes zu... Willst du mich gerade verarschen, Alter? Wie ist das schnell, soll ich ein Loch machen? Boah, Alter. Ey. Das ist doch mal richtig scheiße gespeichert. Was soll ich denn machen, Alter? Jetzt reiß dich doch mal zusammen hier. Ey, ist ja sowas von kacknervig. Oh, genau. Ich sehe schon kommen. Was machst du denn? Mann, ich drücke zur Seite, Mann, und nicht nach oben. Meine Fresse, so eine Behinderung. Alter, ich hasse... Nee, und dann darfst du alles normal machen. Ist das dumm gemacht. Ey, sorry, ne, aber sowas geht echt überhaupt nicht. Ich hasse sowas in Videospielen. Wirklich. Und dann dieses Beeilen die ganze Zeit. Das ist auch richtig dumm. Mann, beweg dich doch mal jetzt, Lara. Meine Fresse, ey. Es ist zu knapp von der Zeit, alles. Was machst du denn da? Oh, Alter. Ich fand ihn sich überhaupt nicht durch. Was ich machen soll. Wo muss ich jetzt hin? Lass die Sonne verdunkeln. Möge die Dunkelheit die uns bekannte Welt auslöschen. Lass den Schatten vergehen und das Licht auf eine von uns geschaffene Welt leuchten. Die Macht von Kukulkan. Mann, Alter, dann habe ich keine Munition. Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst. Was soll ich denn machen, Alter? Ey, was soll denn die Scheißbisse jetzt hier? Ey, das ist dumm. Was sind das immer für Scheißkämpfe? Und dann sind die Priester natürlich alle am Leben.
Alter, ich drehe hier gleich am Rad. Okay. Mein Gott. Ich bin schon genervt. Aber richtig hart genervt. Der muss ich ihn bestimmt nur noch platt machen. Mann, Alter, ich raste gleich aus. Mann, was sind das denn für dumme Kämpfe, ey? Das macht null Sinn. Kann um eine Ecke schießen. Ey, nee, ich... Nee. Nimm noch mal Heilung jetzt! Nee, es ist so dumm! Ey, dann nimmt sie nichts. Ich drehe am Rad. Es ist so kacke. Es ist einfach nie auszuhalten. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich habe keine Pfeile mehr. Produziere doch mal weitere Pfeile, Mann. Ey, ich könnte so kotzen, ne?
Es ist so nervig, dass der noch Verstärkung hat. Das macht null Sinn, wenn er schon so verdammt stark ist. Ja, es ist dumm, Alter. Langsam reicht's aber. Greif mich nur an. Mach mich nur noch stärker. Oh, ey, ich könnte so kotzen. Ey, sorry Leute, ich kann dazu nichts mehr sagen. Es ist so dumm. Mann, was soll ich denn machen, Alter? Ich werde hier überall angegriffen. So eine dumme Scheiße. Mann, ein Gegner reicht hier und ich... das komplett voll ist. Ey, Alter, ich drehe hier durch. Ey, und dennoch sein dumme Gelache. Und dennoch diese dumme Ansprache. Ihr habt dich für klüger gehalten. Dein Maul. Oh, Junge, ich drehe ab gleich wirklich am Rad. Komm jetzt endlich. Oh, willst du mich jetzt komplett verarschen? Meine Fresse, ey. Wie dumm ist das eigentlich? Ich habe halt keine Muni mehr. Ey, das kann doch nicht wahr sein jetzt hier. Nimm doch mal die Munition auf. Ey, ich hab halt überhaupt nichts mehr. Und dann diese scheiß rumteleportieren. Ey, ich bin hier ein normaler Mensch und er ist ein sogenannter Gott oder wie immer er sich nennt. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten. Den König überlisten? Ob der König da so einfach mitspielt? Ihr Lieben, könnt ihr nicht mal eine Sekunde stillhalten? Jawohl, weiße Königin. Eins. Eins. Darf ich mal sehen? Klar. Da bist du, da bin ich, da Dad.
Wo sind wir? Hawaii. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Tapferes Mädchen. Das nicht damit rechnet, dass ein Jaguar sie angreift. Wo wollen wir unser nächstes echtes Abenteuer erleben? Ich habe gehört, die Antarktis soll zu dieser Jahreszeit wunderschön Dad. Sein. Dad! Was nicht? Dann erforschen wir vielleicht die Salzseen von... Mann, Utah. Richard! Ich weiß, wo wir hinfahren! Ach ja? Was? Hawaii! Oh ja, das wäre bestimmt sehr schön. In diesem Fall musst du mir aber bei den Recherchen zur Vorbereitung unserer Reise helfen, Lara. Nein! Du bist mein Assistent. Oh ja, das stimmt wohl. Tut mir leid, Ma'am, das hatte ich ganz vergessen. Ich verlange, dass man mich ins Museum führt. Nun gut, ich schätze, das lässt sich einrichten. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt, aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen, denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Schütze, Paititi! Bitte. Bitte, Lara. Das werde ich. Zwei Tage später. Unuratu. Meine Mutter. Kriegerin. Rebellen. Königin. Wir werden sie noch über Generationen ehren. Ich vermisse dich. Gibt. Nun wird ihr Geist uns dabei helfen, Paititi zu vereinen. Vielen Dank. Ich fahre morgen nach Kuwakiyaku zurück. Wirklich? Vermisst du den Dschungel? Oder willst du den mysteriösen Fischbaum suchen? Ach, Abby und ich fahren einige Tage an die Küste. Wie schön. Was machst du? Ich...
denke, ich werde noch eine Weile hier bleiben. Und stellst du noch mehr Artefakte wieder her? Also, was machst du? Ich weiß noch nicht. Edsley wird mich ein bisschen beraten. Er wird mir schon sagen, was Paititi für den Wiederaufbau benötigt. Wow. Ich will nicht länger suchen. Ich will Zeit mit Menschen verbringen. Okay. Solltest du nicht packen oder sowas? Nein, bis morgen hast du mich an der Backe. Du kannst bleiben, solange du willst, Lara. Gute Reise, Jonah. Wenn hier alles wieder aufgebaut ist, komme ich vielleicht nach und lerne mehr über die Welt fernab von hier. Klar, immer gern. Sag einfach Bescheid. Du auch, Uchu. Wenn er es will. Also, Jonah, Lara hat gesagt, du hast eine Freundin? Wir kommen alle zur Hochzeit. Was? Moment mal. Edsley, zeig mir doch mal die Pläne für den neuen Tempel. Ja, der wird wunderschön. Ja, Leute, damit haben wir Shadow of the Tomb Raider durchgespielt und ganz ehrlich, es war an sich ein verdammt gutes Spiel. Allerdings muss man ganz klar sagen, es gab wirklich einige Schwächen und ich fand sogar, dass es schwächer war als Rise of the Tomb Raider. Na, das hat schon einiges zu heißen. Aber kommen wir erstmal zu den positiven Aspekten des Spiels. Ich fand auf jeden Fall sehr, sehr geil, dass es so viele verschiedene Gebiete gab, die man besuchen konnte. Die Welt war wunderschön gestaltet. Die Geschichte war wirklich der helle Wahnsinn. Und die Charaktere waren alle sehr, sehr schön implementiert. Die Geschichte ist zwar ein bisschen verwirrend, aber wahrscheinlich hätte man noch weitaus mehr entdecken können, wenn wir danach gesucht hätten. Vielleicht hätte sich sogar einiges mehr aufgeklärt. Man muss hier ganz deutlich sagen, die Gegner haben viel zu viel ausgehalten. Sogar die normalen Gegner. Und man muss auch sagen, ganz ehrlich, die Bosskämpfe sind überhaupt nicht die Stärke von überhaupt irgendein Tomb Raider-Spiel. Ich meine, der Bosskampf war jetzt nicht schwer am Ende, sondern einfach nur komplett beschissen performt. Ja. Ich hätte ihn wahrscheinlich schneller platt machen können. Der Sound war auch wirklich phänomenal. Wie gesagt, die größte Schwäche an dem Spiel sind die Bosskämpfe gewesen. Die waren wirklich ultra scheiße, genauso wie die normalen Kämpfe. Die waren größtenteils wirklich kompletter Müll. Und die Speicherpunkte, die kann man positiv und negativ sehen. Wie gesagt, ansonsten war es ein superbes Spiel. Hat mich wirklich wunderbar unterhalten, aber ich musste zum Ende kommen, weil mich ein paar Sachen gestört haben, die habe ich jetzt gerade erwähnt. Sollte euch noch irgendwas auffallen, einfallen, wie auch immer, könnt das natürlich gerne in den Kommentarbereich schreiben. Das nächste Spiel, was nach diesem hier kommt, nennt sich Mundown. Das ist ein kleines Indie-Horrorspiel und das würde wahrscheinlich auch passen. Ne, ist ungefähr 7 Stunden lang. Und danach kommt wahrscheinlich Until Dawn oder Red Dead Redemption 2. Mal gucken. Ja, hat mich gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch was kommt, deswegen überspringe ich mal den Rest. Wenn jetzt nichts kommt. Ich lag völlig falsch. Ich dachte, um mein Leben zu kontrollieren, müsste ich etwas Ungewöhnliches tun. Ich dachte, ich müsste alles in Ordnung bringen. Aber die Geheimnisse der Welt muss man genießen, nicht lüften. Ich bin nur eine von vielen, die versucht, sie zu wahren. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird, Jonah. Aber welches Abenteuer mich auch erwartet, ich freue mich drauf. Ich werde versuchen, mich selbst nicht so ernst zu nehmen. Tee, Miss Croft? Sehr gern. Im Moment ist es einfach nur schön, zu Hause zu sein. Ja, das war wirklich ein ganz großes Kino. Das hat nochmal alles abgerundet. Und ich, wie gesagt, ich habe gedacht, Lara würde sterben. Vielleicht bekommen wir ja noch ein Spiel, ne?
Ihr seht, habe ich gerade mal knapp 62% durchgespielt, aber viel mehr hätte man auch nicht gebraucht, meiner Meinung nach. Weil der Bosskampf war eigentlich gar nicht schwer, sondern einfach nur unausgeglichen. Wahrscheinlich hätte ich ihn schneller platt machen können. Egal. Das soll es gewesen sein. Hat mich gefreut, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Vielleicht sehen wir uns auch bei den neuen Projekten. Würde mich dann auch sehr freuen. Und wir sehen uns hoffentlich dann wieder. Bis denn und tüdelü.